Umzugskisten falten, schon wieder. Andrea Arnold ist erst vor 3 Monaten mit ihrem Mann und ihrem Sohn hier eingezogen. Jetzt müssen sie wieder raus, denn die Wohnung ist momentan unbewohnbar. Der 4. Umzug innerhalb von einem halben Jahr. Ich mag nicht mehr, es ist einfach viel zu viel, ich kann nicht mehr. Aber von vorne. Wir sind in der Heidelberger Bahnstadt. Hier ist ein neuer Stadtteil entstanden. Klimafreundlich und sozial soll er sein. Ein Prestigeobjekt für die Stadt. Mittendrin das Heidelberg Village. 2 Neubauten mit über 100 Mietwohnungen. Arnolds finden hier eine 4-Zimmer-Wohnung für 1.300 Euro warm. Für Heidelberg ein Schnäppchen. Besonders toll klang die Dachterrassen, Gemeinschaftsdachterrassen, da kann man dann oben vielleicht auch grillen und sich mit den anderen Nachbarn austauschen und Begegnungsräume und das klang alles so schön sozial und nett durchdacht. Am 1. April sollen sie die Schlüssel bekommen, doch 2 Tage vorher der Hammer, sie können nicht einziehen, die Gebäude sind nicht fertig. Ihre alte Wohnung ist aber schon gekündigt. Die Familie muss sich kurzfristig ein Hotel suchen. Dazu die Ungewissheit. Werden die Hotelkosten übernommen? Und wie geht es weiter? Die Arnolds kriegen Angst. Erstmal immer dieser Schock, dieses wir stehen vorm Nichts. Unsere ganze Existenz ist jetzt bedroht, weil man steht ja dann einfach mit seinem ganzen Sack und Pack und Kind auf der Straße sonst. Wie Familie Arnold geht es fast allen Mietern hier. Sie ärgern sich über die Vermietungsgesellschaft Pro Scolare aus Freiburg. Die Hotel- und Umzugskosten hat Pro Scolare mittlerweile übernommen und Fehler eingeräumt. Ihre Erklärung, sie seien überfordert gewesen, weil ihnen das Bauunternehmen abgesprungen sei. In dem Moment haben wir gesehen, da kommt eine Aufgabe auf uns zu, auf die wir gar nicht gewappnet sind. Wir sind schon ganz, ganz lange sehr unglücklich mit der Situation und jetzt tragen wir einfach nur das aus, was wir seit April 2017 sehen, dass wir mit unserem Team, das eigentlich zur Überwachung eines Bauunternehmers eingestellt worden sind, selber bauen. Mitte Juli können Arnolds endlich einziehen, mit 3 Monaten Verspätung. Aber die Lüftungsanlage geht nicht, auch die Fenster lassen sich nicht öffnen, weil die Balkone fehlen. Im Sommer sind es drinnen bis zu 38 Grad, dazu der Baulärm. Darunter leidet der Mittagsschlaf von Söhnchen Darian. Er saß auch teilweise so im Bett und hat gesagt, es ist so laut, ich kann nicht schlafen. Dann der nächste Schock, Wasserschaden. Das Wasser wird abgestellt, der Boden demnächst aufgerissen. Bis auf Weiteres ziehen die Arnolds zurück ins Hotel. Jetzt fordern sie Schadensersatz von Pro Scolare. Ihr Anwalt sieht gute Chancen. Der Vermieter ist grundsätzlich verpflichtet, die Mietsache in vertragsgemäßem Zustand zur Verfügung zu stellen. Dies von Beginn an des Mietverhältnisses. Wenn er das nicht kann, dann haben Mieter bestimmte Rechte. Sie haben Mietminderungsrechte, sie haben ein Zurückbehaltungsrecht an der Miete und sie haben natürlich auch Schadensersatzansprüche. Die Pechsträhne nimmt kein Ende. Jetzt hat sich Merlin Arnold auch noch den Fuß gebrochen. Ihre Sachen stapeln sich nun in diesem Lagerraum. Wie lange, weiß niemand.